Berlin ist die Hauptstadt der Kinderarmut. Jedes dritte Kind hier in Berlin lebt von Transferleistungen. Das ist ein Zustand, den wir gerade in einem reichen Land wie Deutschland nicht länger hinnehmen dürfen. Der Kindergeburtstag, der Schulausflug, Dinge, die für andere Kinder eine Selbstverständlichkeit sind, werden für Kinder, die in Armut aufwachsen, zum unerschwinglichen Luxus. Das schließt sie systematisch von Teilhabe an der Gesellschaft aus und das ist nicht nur für diese Kinder schrecklich, sondern es ist auch ein Problem für unsere Demokratie. Wir Grüne haben deshalb der Kinderarmut konsequent den Kampf angesagt. Wir arbeiten dazu auf vielen Ebenen im Land und im Bund. Es ist nötig, die Prävention auszubauen, Beratungsstellen zu stärken, Kinder- und Jugendzentren zu stärken. Es gilt aber auch beispielsweise, genügend Kita-Plätze zu schaffen, denn gerade Einelternfamilien können häufig nicht arbeiten gehen, weil die Kinder nicht sicher unter sind. Es muss möglich sein, dass man arbeiten geht und einen Lebensunterhalt verdient und weiß, mein Kind ist gut aufgehoben. Und wir wollen auch an die finanzielle Sicherheit für diese Familien ran. Deswegen arbeiten wir im Bundestag für die Kindergrundsicherung, damit alle Kinder mindestens diese Absicherung haben. In Berlin gibt es aber auch eine Menge Akteurinnen und Akteure, die bereits jetzt eine großartige Arbeit leisten mit Kindern und Jugendlichen, die von Armut betroffen sind. Ich starte deshalb heute mit meiner Sommertour, wo ich mit diesen Akteurinnen und Akteuren ins Gespräch kommen will. Ich will von Ihnen wissen, was sind eigentlich Ihre Wünsche und Forderungen an die Politik. Ich will mit Ihnen ins Gespräch kommen über unsere Ideen und auch wissen, was Sie noch denken, was wir noch besser machen können. Gleichzeitig möchte ich mit meiner Sommertour das Thema Kinderarmut sichtbarer machen. Ich möchte, dass Kindern bewusst wird, es ist nicht ihre Schuld, in welchen Verhältnissen sie aufwachsen, sondern es ist ein Problem des Systems und es ist die Aufgabe von uns als Politik, diese Probleme zu lösen. Und deswegen wollen wir Grüne weiter dagegen kämpfen, dass Kinderarmut in Deutschland wächst. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, diesem Thema endlich ein Ende zu bereiten.